Servus von der Lauterach bei Kassel. Das liegt zwischen Amberg und Neumarkt in der schönen Oberpfalz im Lauterachtal. Wird auch genannt die bayerische Toskana wegen den vielen Wacholderheiden. Und auch so ist es landschaftlich wunderschön. Ein Kleinfluss, der teilweise nur so tief ist. Deshalb habe ich meine kurze Flussfinne hinten an Bord dran. Und Bachforellen habe ich schon ein paar gesehen. Die hüpfen immer mal wieder raus. Der Fluss fließt schön flott dahin, immer mal wieder so kleine Sohlstufen drin. 4 Wehre habe ich, 13 Kilometer und Action! Gehen wir es an. Wow, da sind Bachforellen unterwegs. Echt krass. Ständig flitzen da welche rum. Solche Brummer. Ich habe mal mich mit einigen Anglern unterhalten, ob ich hier, wenn ich paddel, die Fische großmächtig verschrecke, ob das recht denen was ausmacht. Hat er gemeint, nee. Die schwimmen weg und nach 30 Sekunden sind wieder am gleichen Ort, wo sie waren. Nope. Da geht nichts. Ah, jetzt muss ich raus. Biber hat gestaut und den seinen Staudamm will ich jetzt nicht zerstören. Ja, jetzt sieht man mal, was der Biber leistet, was der so macht. Ich bin jetzt hier raus, weil da ein Biberstaudamm ist und da hätte ich jetzt hinfahren können und drüber klettern, aber das ist für den Staudamm nicht so gut und für meine Haxen auch nicht so gut. Jedenfalls ist hier der Biber-Staudamm. Das alles hat der fabriziert. Der lebt hier nicht in diesem Bereich. Der hat es gestaut und lebt da hinten. Er will es ein bisschen tiefer haben. Wasser kommt schon noch so durch, aber er ist in seiner Höhle. Und er wacht so gegen 19, 20 Uhr in der Dämmerung und schaut so aus,
dass der Biber aktiviert wird. Der hat einen Instinkt, wenn er so Wasser rauschen und plätschern hört, dann aktiviert ihn das zum Bauen. Deshalb wird er heute Abend wieder ein bisschen stopfen, damit es nicht zu stark plätschert, weil der Biberstaudamm geht natürlich immer ein bisschen auf. Biberstaudamm geht immer ein bisschen auf und an ein paar Stellen ist er dann wieder offen, dann plätschert es mehr, das aktiviert ihn dann wieder, dann baut er wieder mit Schlamm, da kannst du richtig formen den Schlamm und sogar Steine da hinschieben an die Stellen und natürlich auch sein beliebtes Holz. Hier ist jetzt eine Spur vom Biber. Da rutscht er durch und kommt raus mit seinen Krallen, kann er sich da hocharbeiten. Und da hinten ist sein Bau. Da gehen wir mal nochmal hin. Ja, Biber ist ein sehr interessantes Wesen. Ist friedlich, greift nur ganz selten mal an, wenn er wirklich in ganz großer Gefahr ist. Ansonsten über den Tag hinweg schläft er und hat von mir jetzt überhaupt nichts mitbekommen. Genau. Das ist jetzt alles vom Biber. Diese Spuren hier, diese Schneisen, das habe ich nicht gemacht. Ich bin woanders raus. Ich bin da bei der Brücke. Naja, da vorne bin ich raus. Und da geht er ins Wasser. Und hier vorne, das ist sein Zuhause. Da ist seine Wohnung. Da drüben wohnt er mit seinen Kleinen. Der Eingang ist unterirdisch, so dass man ihn nicht gefährden kann. Keine anderen Tiere hin. Und dann ist er da sicher. Da sieht man wieder so eine Schneise, weil hier ist normal kein Mensch unterwegs. Und da Biberdamm. Genau, so ist das. Und hier sieht man auch nochmal die Spur des Bibers. Die geht jetzt bis hier vor, bis rein in den Wald oder hier zu diesen Büschen. Da frisst er die Blätter teilweise und holt sich dann auch sein Holz. Und jetzt hat er so eine Sohlstufe, da sind ein paar Steine drin, um den Fluss zu regulieren, damit der Fluss nicht so schnell wird und der Grund, das Flussbett zu sehr ausgegraben wird. Das hat er hier genutzt, die Steine, um seinen Damm zu bauen. Also, er kommt heute Abend wieder und wird hier ein bisschen weiter bauen, da ein bisschen bauen, weil natürlich das Hochwasser, das jetzt neulich war, auch einiges zerstört hat, aber da war er schon wieder fleißig. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber da ist jetzt eine ganze Familie von Bachforellen direkt hier vor mir. Jetzt da wieder rein. Jetzt bin ich an meinem Pausenplatz angekommen. Der ist da, wo die Radl stehen. Da machen die ganz kurz Pause. Und wenn die fort sind, dann fange ich an zu kochen. Ja, geht zu im Lauterachtal. Nee. Der Radweg hier ist schon beliebt. Da fahren ab und zu mal welche durch. Das ist echt schön hier. Unglaublich. Ab und zu habe ich zu kämpfen mit so Sohlstufen wieder hinten. Aber es geht. Auf alle Fälle. Und jetzt kommt gleich der Mühlhauser Bach dazu. Oder Hausener Bach. Irgendeiner von den Bächen, die schon auch recht breit sind. So ungefähr die Hälfte von dem. Und das kommt dann noch dazu. Und dann wird die Lauterach noch mal ein Stückchen größer. Und ich komme noch besser voran. Jetzt musste ich ein bisschen arbeiten und habe deshalb gescheiten Hunger. An diesen Sohlgleitstellen ist es doch manchmal ein bisschen zu schuften, weil man doch mal hängen bleibt. Oder man gut links-rechts steuern muss.
Essen ist fertig. Lecker Pomodoro Mozzarella. Ah, aber jetzt habe ich was vergessen. Einen Moment bitte. Ja, was haben wir denn da? Sehr schön, hat da jemand für mich ja Naturtrübsal alkoholfreies rein. Und das Wasser ist so kalt, das ist jetzt, glaube ich, kühler als Kühlschrank. Super. Hallo. Ah, ist das schick kalt. Ist das schick kalt. Ich habe es wieder zusammengepackt, so gut wie. Und jetzt geht es hier weiter über die Solstufen drüber bis nach Ransbach. Und dann kommt der Mühlhauser Bach. Der ist ungefähr halb so groß wie die Lauterach. Der kommt noch mit dazu. Das heißt, dann habe ich wieder mehr Wasser im Spiel und es wird leichter für mich voranzukommen. Vor allem über diese steinigen Dinger da. Da bleibt man doch immer mal hängen, weil jetzt der Wasserstand normal ist und nicht mehr hoch. Aber jetzt geht's gleich weiter. Ich habe ausgiebig gegessen, Mittagsschläfchen gemacht auf meinem Board hier und noch einen Riegel gegessen als Nachspeise. Jetzt meine neue Sonnenbrille aufgesetzt. Die ist mit einem Band und die schwimmt sogar. Wenn die ins Wasser fällt, die schwimmt wirklich. Also nicht, dass wie bei der Regnetztour die Sonnenbrille blub 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 untergeht und weg ist. Okay, dann geht's weiter. Aber erst, wenn der Kaffee leer ist. Scheiße, da habe ich ein ernsthaftes Problem. Mein Paddel ist abgehauen hier bei dieser Stelle. Kacke. Ah, oh, fuck, schnell. Ah. Fuck, das ist mir noch nie passiert. Ersatzpaddel. Bei dem scheiß Baumhindernis ist mein Paddel abgehauen. Komm schon, ich brauch dich. Puh, yeah. Jetzt sind da noch mal lauter Bäume quer. Biber-Time. Super Tour, ich glaube, ich habe 200-300 Bachforellen gesehen. Die Lautrach hat ihrem Ruf alle Ehre gemacht als super Bachforellengewässer. Jetzt ist es sehr breit und sehr tief, weil da vorne jetzt gleich ein Wehr kommt und vor dem Wehr hat es nochmal geblubbert. Aber vor dem Wehr steige ich jetzt aus. Jetzt reicht's. Ja. War eine coole Tour auf der kleinen Lauterach. Die fließt jetzt weiter in die Fils und dann geht das Lauterachwasser von der Fils in die Nab und in die Donau und irgendwann fließt dieses Wasser ins Schwarze Meer.